Ja, um das vielleicht kurz darauf einzugehen, herzliche Grüße einmal aus Cottbus, also auch wieder aus Brandenburg, wie mein Vorredner Herr Bösel schon. Und ich glaube, ich kann ganz gut auf meinen Vorrednervortrag eingehen. Und Agroforstwirtschaft ist natürlich nicht nur was für die Tropen und Subtropen, sondern sowohl als auch in Mitteleuropa, auch auf den gemäßigten Breiten, kann dieses System durchaus sinnvoll sein. Und das möchte ich heute in meinem Vortrag Ihnen versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Und es geht ja um Multifunktionalität, um systemische Ansätze. Und da möchte ich zunächst einmal ganz kurz nochmal den Begriff der Multifunktionalität hier beleuchten. Natürlich geht es auch in der Agroforstwirtschaft oder bei der Agroforstwirtschaft um die Produktivität. Das heißt, die Sicherung von Nahrungs- und Futtermitteln steht auch hier sicherlich an erster Stelle, genauso wie natürlich auch in anderen Systemen. Aber es gibt eben neben diesem Ziel der Produktivität eine ganze Reihe anderer Anforderungen, die zum Teil eben auch an Gewichtung deutlich steigen. Zu nennen können wir beispielsweise den Naturschutz. Wir haben ja immer noch zu tun mit einem Rückgang der Artenvielfalt in den Agrarräumen, aber auch die Klimaanpassung, insbesondere vor dem Hintergrund der Wasserverfügbarkeit, die oft nicht da ist. Das sind also wichtige Themen, Ressourcenschutz, Klimaschutz. Vorhin wurde es schon ein bisschen angesprochen. Natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, Einkommenssicherung in den Betrieben. Das sind alles ganz wichtige Ziele, die eine Rolle spielen. Und dann ist die Frage, welches System baut man an? Und Agroforstsysteme können eben tatsächlich ganz viele dieser Anforderungen gleichzeitig adressieren. Und natürlich ist es so, je nachdem, wie der Standort beschaffen ist, kann das eine mehr fokussiert werden als das andere. Wenn ich zum Beispiel stärker auf Klimaanpassung gehe, kann ich möglicherweise andere Bereiche nicht so stark fokussieren. Und es kann in manchen Fällen, wie es bei allen Systemen auch möglich ist, der Fall sein, dass gewisserweise auch die Produktivität vielleicht eingeschränkt werden muss. Muss nicht sein, aber auch das zugunsten anderer Anforderungen kann durchaus möglich sein. Ich möchte Ihnen einmal ein paar Fotos zeigen von unterschiedlichsten Agroforstflächen, die ja sehr divers gestaltet sein können. Und im Prinzip gibt es hier eine unbegrenzte Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten zwischen Ackerkulturen und Gehölzkulturen oder auch zwischen Weideland und Gehölzkulturen. Ganz einfach sehen Sie im Bild oben links, ich versuche es mal mit der Maus etwas zu zeigen, ein ganz einfaches System aus einer Ackerkultur und einer Gehölzkultur. In dem Fall sind das hier Pappeln. Aber es geht natürlich auch deutlich diverser, indem halt die Gehölzstreifen auch mit Sträuchern und verschiedenen Bäumen hier bewachsen sind oder eben hier im unteren Bild links, wo Sie Obstbäume sehen und eben kleinflächig nochmal unterschiedliche Ackerbau- oder Ackerfrüchte angebaut wurden, um auch die kleinklimatischen Verhältnisse besser ausnutzen zu können. Ja, und insgesamt sehen Sie, dass solche Agroforstsysteme dazu beitragen, eben Landschaften zu strukturieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Bäume länger wachsen zu lassen, Stammholz auszuhalten. Hier mal ein Bild oben links aus Frankreich, wo die Abstände zwischen den Gehölzen recht eng sind. Das würde man also hier in Deutschland in der Regel eigentlich nicht so halten. Herr Böse hat auf seinem Betrieb auch solche dichten Abstände. Da bin ich schon gespannt, wie es in einigen Jahren da aussehen wird. Aber oft ist es so, dass man hier die Abstände etwas weiter wählt, wenn die Bäume größer sind. Und das Bild rechts zum Beispiel oben zeigt eben hier Kirschbäume in Südwestdeutschland und mit den entsprechenden Ackerbereichen dazwischen. Die Tierhaltung ist natürlich auch kombinierbar mit Gehölzanbau und das ist so die klassische Bodenmehrfachnutzung. Hier mal Beispiele mit Schafen oder auch hier rechts unten mit Gänsen, wo Sie schön sehen können, dass die eben einen sonnigen Tag auch gerne im Schatten verbringen und damit natürlich auch etwas für das Tierwohl beigetragen wird. Ja, systemische Ansätze bzw. Multifunktionalität erfordert eigentlich einen systemischen Ansatz. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das in diesem Vortrag vielleicht deutlich machen, was da die Agroforstwirtschaft in dem Sinne leisten könnte. Und da möchte ich zunächst einmal auf eine bestimmte oder auf die biotischen Umweltfaktoren eingehen und eine bestimmte Art vorstellen, nämlich den braunen Bär. Das ist ein Nachtfalter. Ich habe ich deswegen ausgewählt, weil es die Schmetterlingsart des Jahres 2021 ist. Ich hätte auch beliebig andere Arten nehmen können, weil diese Art stellvertretend eben auch für andere Arten steht. Eine Art, die nicht nur, aber eben auch in Agrarräumen vorkommt, wenn sie denn gut strukturiert sind. Und ich möchte die Entwicklungsstadien dieser Art einmal einer bestimmten Fruchtfolge gegenüberstellen mit Silomais, Winterweizen und am Ende Zwischenfrucht. Und dann haben wir vielleicht auch noch einjährige Blühstreifen oder Ackerrandstreifenprogramme, die ja auch in bestimmten Förderprogrammen auch involviert sind. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist im Prinzip das Entwicklungsstadien nicht immer mit den Bewirtschaftungsebenen übereinstimmen, insbesondere
In dem Bereich hier des rot markierten der Raupe, also das Larvenstadium, da erfordert es also eine Ruhe, eine Bodenruhe. Die Raupen brauchen zunächst einmal was zu fressen. Das sind eigentlich ganz triviale Arten wie Ampferarten, Brennnessel oder auch Sträucher und Bäume, die zu sich nehmen. Und dann brauchen sie eben auch für die Überwinterung geschützte Stellen. Genauso, wenn es dann um die Verpuppung geht. Und diese Stellen oder diese Bereiche, die kollidieren eben sehr oft mit Fruchtwechsel oder Bodenbeablungsbereichen oder auch von einjährigen Blühstreifen, Ackerrandstreifen, wenn die dann im Oktober recht umgebrochen werden. Dann gibt es also Störungen, die dazu führen, dass einfach diese Arten eben ihren gesamten Entwicklungsstadium nicht ausprägen können oder nicht vollständig ablaufen können. Und somit kommt es eben auch hier bedingt zum Rückgang. Und hier können Agroforstsysteme also ganz besonders vorteilhaft sein, weil sie dauerhafte Strukturen bilden. Es gibt also dauerhaft in relativ geringen Abständen Ruhezonen, wo eben auch solche Entwicklungspfade stattfinden können und wo auch entsprechende Nahrungsangebot ist. Wir wollen nächstes Jahr ein größeres Projekt dazu starten und auch ein Monitoring in solchen Agroforstsystemen bezüglich unterschiedlicher Insektengruppen. Wir haben hier schon mal einen Tastversuch durchgeführt in einem Agroforstsystem beim Ort Peikwitz, auch in Südbrandenburg, wo wir mit solchen kleinen weißen Emergenzzelten sozusagen geschaut haben, was denn aus dem Boden schlüpft an Tieren und das dort vor Ort eben gefangen haben. Und ich möchte Ihnen ganz kurz bloß darauf eingehen, ohne jetzt auf einzelne Arten einzugehen. Sehen Sie rechts mal dieses Fläche. Da hatten wir also Mais war angebaut als Ackerkultur und dann gab es einen 5 Meter breiten Blühstreifen und eben eine Pappel- und Robinien-Gehölzstruktur in diesem Agroforstsystem. Und diese einzelnen Strukturen sehen Sie sozusagen auch in den Diagrammen wieder oder finden Sie da wieder. Und Sie sehen relativ schnell, dass sowohl die Artenanzahl als auch die Abundanz bereits ein Jahr nach Anlage des Blühstreifens und 4 Jahre nach Anlage der Gehölze deutlich höher war. Gerade hier bei der Abundanz sehen Sie auch, dass es zwischen den Gehölzarten und auch in den Blühstreifen gar keinen großen Unterschied gab, aber im Vergleich zu Ackerkultur Mais eben eine deutlich höhere Verbreitung stattgefunden hat. Das heißt, diese Gehölzstreifen können schon nach kurzer Zeit eigentlich zu einer Erhöhung der Artenvielfalt und auch der Häufigkeit vorkommender Arten beitragen. Und nun ist es natürlich spannend zu schauen, ob Antagonisten, also ob Schädlinge oder Schädlingsbekämpfer stärker gefördert werden. Und das wollen wir eben in Zukunft auch nochmal näher beleuchten. Aber es geht diesem Bild natürlich auch darum, nicht nur um die Ruhe selbst, sondern auch um die Entfernung von solchen Ruhezonen. Und ich habe mal hier ein Bild, Blick aus einem Gehölzstreifen und Sie sehen am anderen Ende schon den nächsten Gehölzstreifen. Und wenn Sie jetzt sozusagen ein Tier wären in diesem Gehölzstreifen, was einen geringen Aktionsradius hätte, dann würden Sie sich darüber freuen, dass Sie schon diesen Ackerbereich überwinden können. Ich habe mal hier schematisch ein kleines Beispiel dargestellt, ein 20-Hektar-Schlag, 500 mal 400 Meter. Und dieser Schlag ist einfach von einer Seite zur anderen relativ schwierig zu überwinden für viele Arten, weil die Entfernung einfach zu groß ist. Mit dem Agroforstsystem daneben dargestellt, können Sie also Strukturen über den gesamten Schlag hinweg etablieren und damit auch die maximale Entfernung, die seitens einer Art von Ruhezone zu Ruhezone zurückzulegen ist, sehr deutlich minimieren. Sie schaffen also diese berühmten Ökotone, diese Randstrukturen, die Sie mit Blühstreifen oder was auch immer ausgestalten können. In dem Bild sehen Sie mal ein Agroforstsystem, wo gar keine Maßnahme zusätzlich erfolgte, sondern wo einfach nur Ackerkulturen neben einem Gehölzstreifen bewirtschaftet wurden. Und dennoch kommt es da zur Ausprägung von solcher Ruderalflora, die gerade für den ökologischen Wert einer solchen Fläche eben sehr wertvoll sind. Ja, natürlich geht es nicht nur um die Biotik, sondern auch um die Abiotik. Gehölzstreifen beeinflussen auch abiotische Umweltfaktoren und damit auch die Produktivität. Und das möchte ich in dem Folgenden auch versuchen, noch so ein bisschen darzulegen. Die Frage ist, Sie haben ja in dem Beispiel im Bild, sehen Sie mal einen Kartoffelacker im Frühjahr, wie man ihn so typischerweise kennt. Und die Frage, die wir uns eben gestellt haben, ist, was passiert denn mit diesem Kartoffelacker oder mit jeder beliebigen anderen Ackerfrucht dann auf diesem Acker, wenn man Bäume darauf hinpflanzt, in Form solcher Agroforstsysteme? Und da haben wir eine Fläche, die wir näher untersucht haben, auch im Süden Brandenburgs, wieder nahe der Neiße, also der polnischen Grenze. Da haben wir eine Agroforstfläche in 40 Hektar Größe, die von der Agrargenossenschaft Forst bewirtschaftet wird und im Frühjahr 2010 angelegt worden ist. Auch hier haben wir schnell wachsende Baumarten genutzt, Pappel und Robinie, die in Nord-Süd-Richtung angelegt worden sind. Und die Entfernung oder die Abstände zwischen den Baumstreifen haben wir variiert, je nach Arbeitsbreiten, Vielfachen immer 24, 48 oder 96 Meter. Und hier im Westen sehen Sie,
ein Schlag, der identisch bewirtschaftet wird, oder ein Teil des Schlages wird identisch bewirtschaftet, der uns als Referenz dient zum Agroforce-System. Und da möchte ich Ihnen zunächst einmal vorstellen, was passiert, wenn wir jetzt Bäume pflanzen. Dann kommt es zunächst zu einer Windreduzierung. Und ja, Winderosionsschutz ist gerade in unseren Breiten im Norden und Westen Deutschlands nämlich sehr, sehr entscheidend. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Ergebnisse vorstellen aus einer Messreihe, einer einjährigen Messreihe, die wir hier knapp 50 Meter breiten Ackerbereich zwischen zwei Gehölzstreifen aufgenommen haben. Dieser blaue Pfeil im oberen Bild, der soll mal symbolisieren, was eigentlich in so einem Agroforce-System passiert. Durch die regelmäßige Anordnung von solchen Gehölzstreifen kommt der Wind mit seiner vollen Auswucht sozusagen gar nicht mehr in Bodennähe auf, sondern geht über Flächen drüber hinweg, sodass wir in Bodennähe, gemessen haben wir hier in 1 Meter über dem Boden, haben wir also relativ windberuhigte Zonen und damit natürlich auch keine Anfälligkeit oder wenig Anfälligkeit gegenüber Bodenerosion. In dem Diagramm sehen Sie mal dargestellt, gemittelt über die gesamte Fläche, die Windgeschwindigkeit als Prozentangabe der Freiflächenwindgeschwindigkeit. Und Sie sehen, dass die Windgeschwindigkeit im Agroforce-System in der Regel nicht mehr als 50% der Freiflächenwindgeschwindigkeit beträgt. Dargestellt sind hier nochmal drei verschiedene Balken, Farben. Blau bedeutet, sie sind alle Windereignisse integriert. Rot bedeutet nur die mit größer 2 Meter pro Sekunde. Und grün bedeutet nur die größer mit 4 Meter pro Sekunde. Und das Tolle, was Sie hier sehen, ist eigentlich, dass mit zunehmender Windgeschwindigkeit relativ auch die Windbremsung stärker wird. Das heißt, starke Winde können stärker abgebremst werden als schwächere Winde. Und auch im Winter haben wir hier einen Windschutz. Auch das ist nochmal schön zu sehen. Wenn Sie zum Beispiel auf diesem Standort ist es so, dass ungefähr bei 3,5 Meter pro Sekunde Boden theoretisch anfängt, sich zu bewegen. Das heißt, hier könnte theoretisch Bodenerosion stattfinden. Und wenn wir zum Beispiel einen Starkwind nehmen von 8 Meter pro Sekunde, dann könnten wir den also hier um 60% reduzieren. Das ist also nur noch knapp 40%. Und damit hätten wir diesen Windgeschwindigkeit, dieses Winterereignis so reduziert, dass es nicht mehr zu einer Bodenerosion führen kann, egal ob der Boden zwischen den Gehölzstreifen bedeckt ist oder nicht. Also ein großes Ziel, und das Windgeschwindigkeit, wie gesagt, ist eine Sache, aber wir betrachten ja heute die Multifunktionalität und da geht es natürlich weiter. Die Windgeschwindigkeit, wenn die gebremst wird, das beeinflusst auch das Mikroklima und das beeinflusst dann auch das Wachstum der Pflanzen. Hier dargestellt sehen Sie mal beispielhaft für das Mikroklima sogenannte Evaporationsmessungen nach Piche. Das heißt, wir haben hier die potenzielle Verdunstung des Bodens gemessen im Bereich des Agroforce-Systems und auf der Referenzfläche, die hier mit dem schwarzen Balken signalisiert ist. Und im Bereich des Agroforce-Systems sehen Sie in 4 verschiedenen Tagen, A bis D, eben verschiedene Positionen zwischen den Gehölzstreifen. W bedeutet immer Westen und O Osten und M Mitte. Das heißt, wir sind 3, 9, 15 Meter entfernt vom westlichen Gehölzstreifen und wir sind 15, 9 und 3 Meter entfernt vom östlichen Gehölzstreifen. Und Sie sehen, durch Beschattungseffekte und so weiter sind die Verdunstungen an den Rändern niedriger als in der Mitte dieser Ackerstreifen. Aber bei allen Tagen, die hier beispielhaft angeführt sind, können Sie sehen, dass die potenzielle Verdunstung geringer ist als beim schwarzen Balken, also bei der Referenzfläche. Und wenn man das jetzt mittelt über alle Positionen Tage hinweg, dann haben wir ungefähr eine Reduktion der Bodenverdunstung um 28%. Das heißt, dieses Wasser kann den Pflanzen stärker zur Verfügung stehen. Gleichzeitig, das habe ich hier nicht dargestellt, wirken die Bäume an den Rändern auch noch mit ihrem Kühlungseffekt durch ihre Transpiration, sodass hier halt auch nochmal ein positiver Effekt zu erwarten ist. Interessant ist nochmal die mikroklimatischen oder die Parameter, die Klimaparameter hier oben anzuschauen, die Globalstrahlung und die Windgeschwindigkeit. Und da können Sie erkennen, dass bei der Globalstrahlung eben der Effekt Temperatur nicht so stark ausgeprägt ist wie hier zum Beispiel bei D in einem windreichen Tag, wo also der Unterschied zwischen Agroforce-System und Referenzfläche sehr groß ist. Das heißt, die Windgeschwindigkeit, das konnten wir auch gut statistisch dann nachweisen, hat einen sehr, sehr großen und signifikanten Einfluss auf die Verdunstung des Bodens und mit dem Brechen der Windgeschwindigkeit kann ich also Wasser im System halten, was natürlich dann wieder auch Effekte für die Erträge hat, die Sie hier mal beispielhaft auch für diese Fläche wiederum dargestellt sind. Auch wieder Referenzsystem auf der linken Seite diesmal und auf der rechten Seite in verschiedenen Abständen zu den Gehölzstreifen die Erträge von Wintergerste im Agroforstbereich. Und was Sie sehen, ist wiederum diese Glockenkurve. Das heißt, in den Randbereichen gibt es diese typischen Konkurrenzzonen, wo die Erträge teilweise niedriger liegen, aber etwas weiter entfernt
kann ich oft gerade bei latentem Wassermangel eben höhere Erträge erwarten. Da sehen Sie also hier, wir haben in diesem Beispiel einen Mehrertrag von 8% erreicht bei einem Flächenverhältnis von 83% Ackerkulturfläche und 17% Gehölzkulturfläche. Ergibt das also könnten wir also sagen, auf 83% der Ackerkulturfläche konnten wir fast 91% des Reinkulturertrages an Gerste gewinnen. Das ist nicht ganz 100%. Wir haben auf anderen Beispielen, hätte ich ihn anführen können, Zuckerrübe, Winterweizen, da hatten wir sogar erreicht, die 17% Gehölzkulturen fast vollständig zu kompensieren. Man kann natürlich auch die Gehölzstreifen schmaler anlegen, sodass die Gehölzkulturfläche insgesamt geringer wird und auch die Kompensationsmöglichkeit der Produktivität hier sozusagen stärker ins Gewicht fällt. Der sogenannte LER, das Land-Äquivalent-Verhältnis, ist hier 1,1. Das heißt, die Bäume haben auch einen höheren Zuwachs, als wenn man sie in einer Reinkultur anbauen würde. In dem Fall waren das ungefähr 20%. Und die höheren Erträge der Ackerkultur und der Bäume zusammengerechnet ergibt also sozusagen ein LER von 1,1. Das heißt, wir haben eine Produktivität. Wir können Biomasse auf diese Agroforstfläche erzeugen, wo wir eigentlich 1,1 Hektar bräuchten, wenn wir die beiden Sachen in Reinkultur anbauen müssten. Und so können wir also hier Fläche sparen. Die Gehölzstrukturen werden ja sehr extensiv bewirtschaftet, also auch wieder ein neuer Schwenk von der Produktivität hin zur auch Treibhausgasemissionen, die auch eine ganz wichtige Anforderung an die Landwirtschaft sind. Sie sind hier mal dargestellt, zwei Systeme, Agroforstsystem mit Kurzumtriebswirtschaft für einen Bezugsraum von 24 Jahren und ein Agroforstsystem mit Stammholzproduktion für einen Bezugsraum mit 60 Jahren. Und Sie sehen hier jeweils die Treibhausgasemissionen sinken bei beiden Systemen mit zunehmendem Gehölzflächenanteil. Hier steigt er von 10% auf 20% und in der Plantage ist es halt ganz gering, weil die Bewirtschaftung sehr extensiv ist. Und hier steigt es eben von 4% auf 10%. Das heißt, wir wollen natürlich auch noch Nahrungs- und Futtermittel produzieren, daher diese Agroforstsysteme. Aber selbst wenn wir bei 10% mal bleiben würden, dann könnten wir bei beiden Systemen ungefähr 0,25 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr einsparen. Allein nur durch diese partielle Extensivierung, insbesondere durch den Verzicht von Düngemitteln, der hier eine ganz große Rolle spielt in den Bereichen. Und es klingt erstmal nicht sehr viel, aber wenn Sie hier 100.000 Hektar eben Agroforstfläche hätten, das wären in dem Fall bei 10% eben 10.000 Hektar sozusagen reine Gehölzfläche, dann hätten Sie schon 25.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Diese Einsparung oder dieser Klimaschutzeffekt, der kann auch noch ganz anders aussehen. Nebenbei quasi binden ja die Gehölze auch unterschiedlich, also binden ja die CO2. Das heißt, ganz nebenbei mit den Gehölzstreifen können Sie eigentlich Klimaschutz zu einem wesentlichen Anteil betreiben. Und da habe ich Ihnen einmal Zahlen, möchte ich Ihnen vorstellen, für ein Beispielszenario. Wir haben einfach mal gesagt, wir machen jetzt auf 50% der Ackerfläche Deutschlands Agroforstsysteme, die einen Gehölzflächenanteil von 10% haben. Dann hätten wir auf 588.000 Hektar eine Gehölzfläche. Und dann haben wir mal verschiedene Agroforst-Gehölztypen angenommen. 50% haben wir gesagt, wollen wir mit diesem Kurzumtriebswirtschaft bewirtschaften und 30% mit schnell wachsenden Baumarten, die nach ca. 50 Jahren geerntet werden und mit 20% mit anderen Baumarten, die eine Umtriebszeit von 100 Jahren haben. Und wenn man das alles mal runterrechnet, allein auf die ober- und unterirdische Biomasse, dann kommt es also im Jahr zu ungefähr bei dieser Fläche zu einer CO2-Bindung von 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, das sind ungefähr 40% der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft mit Stand 2014. Das heißt, wir können eigentlich ganz nebenbei Klimaschutz betreiben durch Bindung im Gehölz, aber auch durch die Extensivierung. Wir könnten es sogar noch weiterführen. In dem Beispiel möchte ich in dieser Grafik nochmal andeuten, das haben wir jetzt ein Projekt vor, was gerade begonnen hat mit dem schönen Akronym Agrobala. Da wollen wir im Prinzip neben anderen Wertschöpfungsdinge, die wir hier untersuchen, ganz genau schauen, was es denn bringen würde für den Klimaschutz auch noch und auch für die Produktivität, das Agroforstholz in einer Holzvergaseranlage mit einer Pyrolyse sozusagen zu vergasen und die erzeugte Kohle dann nutzen, um Bodensubstrate herzustellen, die dann wieder auf die Ackerkulturfläche zurückgebracht werden. Hier wird also ein Kreislauf geschaffen und wir hoffen und vermuten, dass wir dadurch sowohl die Produktivität steigern, als eben auch im Beitrag zum Klimaschutz nochmal leisten können. Ja, und dann bin ich im Prinzip mit dem Schnelldurchlauf durch einige multifunktionale Sachen schon beim Fazit angelangt. Ich hoffe, ich konnte etwas Ihnen zeigen, dass Agroforstsysteme ein sehr, sehr hohes Maß an
Multifunktionalität besitzen. Meines Erachtens nach gibt es kaum ein anderes System, was so multifunktional ist. Viele Anforderungen können gleichzeitig adressiert werden und die Aquaphor-Systeme erlauben es tatsächlich aus meiner Sicht aus einzigartiger Weise, wirtschaftliche, umweltbezogene und klimapolitische Ziele auf einer Fläche miteinander zu verbinden. Man könnte auch sagen, es sind eine schöne Brücke zwischen Landwirtschaft, Naturschutz oder auch zwischen verschiedenen Interessensgruppen, die eben Anforderungen an die Landwirtschaft haben. Gleichzeitig werden dadurch komplexere, differenziertere Sichtweisen gefördert. Wir haben das ja vorhin bei den Ausführungen von Herrn Bösel schön mitbekommen. Und wir können im Prinzip dadurch eine riesengroße Vielfalt ermöglichen. Gleichzeitig können aber die Betriebe auch die Systeme, wenn sie denn welche anlegen möchten, auch nach ihren Maßstäben anlegen und so, dass es zu den Betriebsstrukturen oder aber auch zu den Bewirtschaftungsstrukturen und zu den Verwertungsstrukturen am besten passt. Und nicht zuletzt, ein wichtiger Punkt, den habe ich heute nicht weiter beleuchtet, im Endeffekt sind diese Systeme relativ einfach umzusetzen und auch kostengünstig im Vergleich zu vielen anderen Dingen. Das heißt, mit dem Pflanzen von ein paar Bäumen, eine ganz einfache Maßnahme, kann ich viel erreichen. Und dennoch tun wir uns sehr schwer in Deutschland, das muss ich leider sagen, können wir aktuell solche Systeme nicht in aller großen Vielfalt. Wir haben viele Beschränkungen, wir haben rechtliche Unsicherheit, wir haben einen hohen bürokratischen Aufwand, der das Umsetzen von solchen Systemen auch nach betriebsspezifischen Zielen eben nicht immer gestattet. Es besteht jedoch Hoffnung und das macht mich tatsächlich optimistisch, wenn ich in die Zukunft schaue, wenn ich in die GAP-Pläne ab 2023 reinschaue, dann soll also Agroforstwirtschaft im Rahmen der Ökoregelung als Eco-Scheme also gefördert werden. Es soll Länderförderprogramme geben, wo Agroforstsysteme gefördert werden. Einige Bundesländer wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt haben hier das schon klar, ihr Bekenntnis dafür abgelegt. Und es soll auch im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Humusaufbau Förderung geben, wobei die genaue Ausgestaltung mir da noch nicht so bekannt ist. Insgesamt also ein positiver Ausblick. Allerdings ist es natürlich wichtig, dass die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass auch die Vielfalt an Agroforstsystemen in der Praxis wirklich umgesetzt werden können und dass es nicht dann schon wieder große Beschränkungen gibt und die Flexibilität der Betriebe einschränken. Also das muss natürlich gewährleistet sein. Nur dann werden wir auch eine Vielfalt in der Landwirtschaft hinbekommen. Und lassen Sie mich noch einen Schlusssatz erlauben. Als Vorsitzender des Deutschen Fachverbandes für Agroforstwirtschaft treten wir natürlich sehr stark ein, als Interessensvertretung dieses Thema auch in der Politik weiter zu forcieren. Wir informieren und vernetzen Akteure und wir wollen natürlich, dass solche Systeme in Deutschland eine Zukunft haben, dass sich die Betriebe selbst entscheiden können, ist das für uns eine sinnvolle Lösung oder nicht? Und wenn es eine Lösung ist, dass Sie dann entscheiden können, wie Sie Ihr Agroforstsystem ausgestalten und welche Funktionen Sie besonders gewichten. Das heißt, dass Sie diese Multifunktionalität nach Ihren Vorstellungen oder auch nach den Vorstellungen der Gesellschaft, die eben dann über Förderprogramme dann auch unterstützt, das hier einbringt. Ja, und dann bleibt es mir am Ende Ihnen zu danken für das Interesse. Und es bleibt mir auch zu danken nochmal dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Projekte aufwerten und jetzt das neue Projekt Akrobala gefördert haben, aus denen ich jetzt die meisten Ergebnisse im Prinzip aufwerten gezeigt habe. Ja, ich danke für Ihr Interesse und natürlich dann stehe ich auch noch für Fragen zur Verfügung.